Puppenspieler von Mexiko. War einmal traurig und einmal froh. Und wir spielten so mal sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Alle kannten ihn und man sah ihn gern. Viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspieler von Mexiko, auf dem Markt von Albuquerque. Lebte jahrelang kein Mann, er besaß nur ein paar Puppen, auch damit zog er alle an. Auf einer kleinen Bretterbühne sah man die Puppen jede Nacht. Und die Geschichten, die sie spielten, die hatte er sich ausgedacht. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er spielte, so mal sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Alle kannten ihn und man sah ihn gern. Viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspieler von Mexiko. Jeden Abend kamen viele, um ein neues Spiel zu sehen. Und sie lachten oder weinten, das Ende war nicht immer schön. Manche fingen an zu tanzen und andere tranken viel zu viel. Sie waren auch selbst die Marionetten aus dem alten Puppenspiel. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und hier spielte so mal sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Alle kannten ihn und man sah ihn gern. Viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspieler von Mexiko. Dankeschön.